Ah, da sind wir auch schon wieder. Entschuldigung, wenn ich manchmal hier so zwischen den Aufnahmen trinke, aber ich mache ganz gerne, das wisst ihr ja vermutlich schon, so große Aufnahmesessions an blub, in einem Rutsch. Und deswegen habe ich dann noch teilweise in mehreren aufeinanderfolgenden Lessons dieselben Klamotten an. Und deswegen, da muss ich manchmal was trinken, weil es ist ein bisschen, ja, man wird ein bisschen heiser und ich habe dann keine Lust, das rauszuschneiden. Aber vollkommen egal, das hat jetzt gerade gar nichts damit zu tun. Herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder in einer neuen Folge Let's Code Swift angelangt und sind tatsächlich noch beim Thema Tuple. Das haben wir ja beim letzten Mal kennengelernt. Ich weiß immer noch nicht, ich hatte es bei der For-In-Dictionary-Lesson gesagt. Ich habe auch schon öfter Tuple gelesen. Ich habe keine Ahnung, was da die korrekte, fachlich passende Aussprache ist. Ich sage immer Tuppel. Ja, ihr könnt ja mal in den Kommentaren hinterlassen, wie ihr das Zeug aussprecht. Aber für mich ist das ein Tuppel und kein Tuppel. Also, wer sich daran stört, dass ich Tuppel statt Tuppel sage, das tut mir sehr leid. Aber daran werde ich jetzt auch nichts ändern. Jedenfalls haben wir ja in der letzten Lesson diese Tuples im Detail mal kennengelernt, haben mal gesehen, was sind die überhaupt, wie deklariert man die? Und heute geht es noch um eine ganz spezifische Besonderheit im Zusammenhang mit Tuples. Und das ist die bereits bekannte Switch-Abfrage. Ne, ist schon ein Weilchen her, die haben wir mal durchgenommen, haben wir uns angeschaut, was die so macht. Und im Zusammenspiel mit Tuples gibt es da so einige Besonderheiten und auch ein paar Dinge, die zu beachten sind. Und darauf möchte ich jetzt in dieser Extra-Lesson drauf eingehen. Ich wollte das nicht noch in die vorige Tuple-Lesson packen, weil das wäre sonst wieder wahnsinnig viel geworden. Ich schätze, das wird auch so vom Umfang her schon, ja, umfangreich genug werden. Alles klar, fangen wir mal an, passenderweise. Ja, und ihr seht ja schon, ich habe hier noch vom letzten Mal ein passendes Tuple vorbereitet, Name and Age. Soll, wie gesagt, einen Wert abbilden, wo Name und Alter zusammengefasst ist, in Form eines Strings für den Namen und eines Integers für das Alter. Und worum es eben genau geht, ist folgendes Szenario. Man erstelle eine Switch-Abfrage. So, ja, habe ich hier mal mit diesem Pattern gemacht. Und prüfe damit ein Tuple. So, generell ist das ja jetzt nichts Verwerfliches. Ja, wir können jeden Wert, den wir zur Verfügung haben, mit einer Switch-Abfrage prüfen. Aber bei so einem Tuple stellt sich natürlich jetzt die Frage, okay, wie sieht denn jetzt hier zum Beispiel für so einen Case das passende Pattern aus? Also wie kann ich jetzt etwas abfragen? Und ganz grundlegend ist das eigentlich relativ simpel. So wie man es auch bei Werten macht, die eben schlicht einem spezifischen Typ entsprechen, String-Int und so weiter. Man gibt die runden Klammern an für den Tuple und hoppala, fügt dann dort die Werte an, die man abfragen möchte. Das ist jetzt mal ein ganz simples Beispiel. Ich gebe hier mal noch einen passenden Wert ein. Für Default machen wir jetzt mal nichts, das ist einfach nur ein Break. So, dass wir das Ganze mal fertig haben. Und wir sehen schon, als Case, als Wert, den ich abfragen will, habe ich jetzt genau den übergeben, den eben dieses Tuple entspricht. Ja, als String den Wert Thomas, als Integer den Wert 28. Und letzten Endes funktioniert eine Switch-Abfrage mit Tuple so wie sonst auch, nur dass es eben so ist, dass bei einem Tuple natürlich alle Werte, die in einem Case geprüft werden müssen, auch mit dem, was wir vergleichen, übereinstimmen müssen. Wenn ein einzelner Wert nicht passt, ja, ändern wir zum Beispiel mal das Alter, dann wird auch entsprechend dieser Case nicht aufgerufen. Sehen wir jetzt hier in diesem Fall, der Case wird nicht mehr aufgerufen, weil das Tuple, was wir hier abfragen, den Wert für das Tuple, den wir hier abfragen, stimmt nicht mit dem überein, der hier gesetzt ist. Ja, das ist mal ganz grundlegend. Wir lernen jetzt noch andere Sachen kennen, aber ganz grundlegend ist es eben so, den Wert von einem Tuple können wir mit einem Case wie üblich prüfen. Stimmt er mit dem Wert überein? Dann springen wir in den entsprechenden Case. Wenn nicht, dann nicht. So wie wir das kennen. Ja, das heißt, in diesem Szenario funktioniert das. Geht natürlich auch umgekehrt. Wenn ich einen anderen Namen abfrage und das Alter stimmt, wird es trotzdem nicht ausgeführt. Ja, sehen wir hier. Denn es müssen, wie gesagt, alle Werte des Tuple auch hier mit dem Case übereinstimmen. Dieses Szenario hier ist also die einfachste Möglichkeit, wirklich die Werte exakt abzufragen in einem Case. Man kann aber auch anders vorgehen. Zum einen kann man zum Beispiel bei Integern auch mit einer Range arbeiten. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel das Folgende machen. Ändere mal passenderweise den Text. Ja, und sehen jetzt, okay, die Bedingungen sehen jetzt ein bisschen anders aus. Damit dieser Case hier ausgeführt wird, muss der Name immer noch dem String Thomas entsprechen. Das Alter aber, der darauf folgende Integer, kann nun zwischen 20 und einschließlich 29 liegen. Ja, das bedeutet, wenn der Wert irgendwo dazwischen liegt, dann wird das ausgeführt. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel auch eine 20 eingeben
Und der Case wird immer noch ausgeführt. Das ist also schon mal jetzt so eine weitere Besonderheit, wo man eben das Ganze mischen kann und wo man eben auch mehrere Cases machen könnte. Also ich könnte zum Beispiel auch hergehen und einen weiteren Case machen, wo ich dann weiterhin gegen den Namen Thomas prüfe, aber sage, okay, jetzt interessiert mich noch das Alter von 30 bis ausschließlich 50. Voilà, falsche Syntax. Die geschweiften Klammern brauchen wir hier nicht. Doppelpunkt, zack. Und dann können wir hier auch passend in dem Print schreiben. Ups, Deutsch, das wäre wichtig. Zack. Lalalala. Thomas ist, was ist denn hier los? Ist zwischen 30 und 50 Jahre alt. Ja, also so alt bin ich noch nicht. Das soll jetzt nur hier der Verdeutlichung dienen. Dann haben wir hier zwei verschiedene Cases, wo bei beiden wichtig ist, dass der Name Thomas sein muss. Sonst werden sie auf gar keinen Fall ausgeführt. Und je nachdem, wie hoch das Alter eben ist, wird einer der beiden Cases aufgerufen oder gar keiner. Also wenn das Alter zum Beispiel 10 wäre, dann passiert wieder nichts, weil damit ist kein Case erfüllt. Wenn das Alter 49 ist, dann trifft der zweite Case zu, denn der Name entspricht Thomas und 49 liegt zwischen 30 und eben 49. Und so läuft das Ganze dann eben ab. Ja, also das ist eben das. Bei den Cases kann man dann eben jeden einzelnen Wert hier angeben, den man passend prüfen möchte und sagen, was da die jeweilige Voraussetzung ist. Aber es geht noch weiter. Das waren mal so die grundlegenden Punkte. Ich habe hier wieder meine schlaue Liste, nur dass ich die Reihenfolge richtig mache. Lass mich mal kurz gucken. Aber genau, das war so das erste Beispiel. Also ganz typisch, man prüft einfach die einzelnen Werte innerhalb des Tuple und wenn das dann zutrifft, wird der Case ausgeführt, ansonsten nicht. Das war Punkt 1. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Wenn man so ein Tuple prüfen möchte, oder besser gesagt den Wert eines Tuples, also eine Variable oder Konstante, die einem Tuple entspricht, dann kann es ja vorkommen, dass man sagt, eigentlich interessieren mich ja gar nicht alle Werte des Tuples. Nehmen wir mal an, man möchte hier eine Altersauswertung machen, wo man sagen will, okay, wie bei einer Art Umfrage, man möchte jetzt einfach wissen, wie viele Leute man hat, die eben in verschiedenen Altersspannen liegen, nur wie zum Beispiel hier von 20 bis 29 oder von 30 bis 49. Und wo man sagt, okay, der Name interessiert mich überhaupt nicht. Mir geht es wirklich nur darum, um das Alter. Dann ist es natürlich in dem Fall schwierig, hier immer mit einem fest vorgegebenen Namen zu arbeiten. Weil, dann wird ja der Case nur ausgeführt, wenn auch dieser Name zutrifft. Und um das zu verhindern, kann man sagen, okay, pass auf, in diesem Case, wo du das Tuple prüfst, ignoriere einen bestimmten Wert und prüfe nur andere. Und dann wird eben auch dafür gesorgt, dass nur die Werte geprüft werden, die auch angegeben sind in diesem Case und die anderen einfach ignoriert werden. Und das sieht nämlich wie folgt aus. Dann setzt man einfach anstatt des Wertes, der einen nicht interessiert, setzt man für den einen Unterstrich ein. Ich mache das hier mal in beiden Cases. Ja, habe das jetzt entsprechend so geändert, dass ich angebe, der Name spielt keine Rolle. Sprich, dieser Case wird aufgerufen, vollkommen egal bei welchem Namen, solange das Alter zwischen 20 und 29 liegt. Und bei diesem Case genau das Gleiche. Der wird auch ausgeführt, vollkommen egal, welcher Name gesetzt ist, solange das Alter zwischen 30 und 49 liegt. Das bedeutet eben auch, wir hatten ja den Fall von vorhin, ja, ich kann jetzt hier einen anderen Namen vergeben. Und wir sehen, ich meine, gut, der Text passt jetzt nicht mehr. Passen wir es mal an, damit es jetzt hier Sinn macht und sagen, sprechen einfach nur noch von der Person. Sehen jetzt vollkommen egal, was wir hier eintragen, ja, an Werten. Es wird dann trotzdem immer der passende Case abhängig vom Alter ausgeführt. Ich ändere das nochmal hier in 28, dann sehen wir, da wird dieser Case ausgeführt und wenn ich jetzt eben hier zum Beispiel 31 mache, dann sehen wir wieder, dass der zweite Case ausgeführt wird. Wir können das Ganze auch umgekehrt machen. Ja, ich trage hier mal wieder Thomas ein. Ja, das funktioniert ja weiterhin, wie wir es kennen. Aber ich kann auch sagen, okay, pass auf, ich mache das jetzt mal bei diesem Case, weil der schon aktuell ist. Mich interessiert jetzt nur noch der Name und nicht mehr der Wert. Ja, ich mache das hier mal bei beiden, um es zu verdeutlichen. Ja, ich sage jetzt also, okay, ich möchte jetzt eben die Namen prüfen. Wenn der Name Tobias ist, dann führe das aus. Wenn der Name Thomas ist, dann führe das aus. Ja, kann man hier auch mal wieder passend ändern. Schreibt mal einfach, der Name ist Tobias in diesem Case und hier der Name ist Thomas. Und das Alter diesmal haben wir dafür einen Unterstrich gesetzt. Das heißt, das interessiert uns einfach nicht. Das wird komplett ignoriert. Und das heißt, diese Prüfung bezieht sich nur auf den Namen innerhalb dieses Tuples und nicht auf das Alter. Das ist eben diese Möglichkeit, um zu sagen, okay, ich möchte nur bestimmte Werte eines Tuple in einem Case prüfen und die anderen ignorieren.
Und das haben wir jetzt hier ganz schön gesehen und sehen eben auch, okay, ne, der Name ist Thomas, er springt entsprechend in diesen Case. Vollkommen egal, was wir für ein Alter haben, ich kann das auch auf 100 setzen, es spielt keine Rolle. Es wird hier bei dieser Switch-Abfrage nicht beachtet. Wenn ich den Namen ändere, das ist das relevante Element, ja, dann sehen wir jetzt, okay, jetzt springt er also passenderweise in diesen Case. Und wenn da halt eben was drin steht, was dann nicht durch diese Cases abgedeckt ist, passiert eben an dieser Stelle nichts. Aber dafür ist dieser Unterstrich da, um eben zu sagen, okay, ich prüfe jetzt dieses Tuple, möchte aber bei einem bestimmten Case eben ein oder mehrere Werte einfach ignorieren. Die interessieren mich nicht. Das kann man übrigens auch, um das mal zu verdeutlichen, anstatt des Defaults natürlich benutzen, kann man sich hier auch einfach Folgendes erstellen und sagen, okay, ich mache mal den Break raus, dann kann man es auch noch demonstrieren. Case print, schreiben wir einfach mal unbekannt rein. Ja, und da sehen wir jetzt, das wird jetzt aufgerufen. Das ist so die Alternative für den Default, weil das bedeutet, wenn wir hier das Tuple prüfen und uns alle Werte dieses Tuple vollkommen gleichgültig sind, dann ist das gleichbedeutend mit Default, weil wir wissen, das wird in jedem Fall ausgeführt. Ja, weil das bedeutet einfach, er ignoriert alle Werte, das heißt, er nimmt alles, was er kriegen kann. Ja, das eben noch nur so als noch zur Verdeutlichung dieser ganzen Syntax. Ich würde das so nicht machen. Ja, also in dem Fall würde ich schon bei Default bleiben, einfach weil es auch durchgängiger ist, weil das eben in Swift so die typische Art und Weise ist. Aber nur um zu verstehen, was mit diesen Unterstrichen auf sich hat, wenn man eben in einem Case wirklich jeden Wert ignorieren würde, dann entspricht das Default. Das ist dann sozusagen ein und dasselbe. Ja, was man auch machen kann, ist, man kann das Ganze mischen. Also ich fange nochmal an. Ich prüfe hier zum Beispiel den Namen Thomas. Warte mal, ich setze das auch mal wieder zurück. Ja, also das heißt hier, der erste Case prüft den Namen Thomas und ignoriert das Alter. Das heißt, wenn der Name Thomas ist, wird das hier ausgeführt. Und dann kann ich aber zum Beispiel sagen, im zweiten Case, pass auf, da interessiert mich jetzt der Name nicht, aber da interessiert mich, ob derjenige zwischen 20 und 29 Jahre alt ist. Ja, und dann kann man hier sagen, Sekunde, die Person ist zwischen 20 und 29 Jahre alt. So, lassen wir es gerade mal durchlaufen. Ja, also auch das ist möglich, dass man hier jetzt eine Switch-Abfrage hat für ein Tuple, wo man eben einmal den einen Wert ignoriert und das andere Mal einen anderen Wert. Das kann man eben wunderbar mischen. Jetzt haben wir hier aber natürlich nur folgenden Sonderfall, das muss man dann eben auch immer beachten. Eigentlich treffen ja beide Cases zu, denn der Name ist Thomas. Ja, das passt. Und das Alter liegt zwischen 20 und 29. Trotzdem wird natürlich in dieser Konstellation nur dieser Code ausgeführt. Denn wir wissen ja, bei Switch funktioniert das wie folgt. Es wird der erste Case geprüft. Wenn der zutrifft, wird der Code ausgeführt. Und das war's. Fertig. Und genau das passiert hier auch. Das trifft zu, also wird dieser Code ausgeführt. Da sehen wir ja in der Konsole. Und das Ding wird verlassen. Das heißt, dieser zweite Case, der ja ebenfalls zutrifft, wird gar nicht mehr ausgeführt. Und das ist eben einfach wichtig, dass man das im Blick hat, um dann halt eben immer sicherzustellen, dass wirklich der Code ausgeführt wird, den man ausführen möchte. Und dass zum Beispiel, wenn man diesen Code auch ausführen möchte, eventuell einen Fallthrough implementiert, ja, oder halt wirklich separate Switch-Abfragen oder If-Abfragen macht und diese unterschiedlichen Werte des Tuple eben auch separat voneinander prüft. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel hergehen würde und würde den Namen ändern, so dass dieser erste Case nicht mehr stimmt, ja, das Alter wird ignoriert, es wird nur der Name geprüft, diesmal stimmt er aber nicht mehr überein, das heißt, es wird der zweite Case geprüft, wo der Name keine Rolle spielt und nur das Alter geprüft wird, und da das dann zutrifft, wird entsprechend dieser Code ausgeführt. Ja, also hier haben wir dann es geschafft, diesen Case auszuführen, aber das ist eben einfach so eine Kleinigkeit, die man beachten muss, wenn man eben wirklich verschiedene Cases hat, wenn man so ein Tuple prüft, Entschuldigung, wo eben ja unterschiedliche Werte einmal ignoriert werden und einmal geprüft werden. Okay, das war jetzt schon, ziemlich viel Gelaber von meiner Seite. Es kann auch sein, dass ich mich ein paar Mal wiederholt habe. Ich versuche das nur wirklich sehr eindrücklich zu erklären, damit so klar ist, was da passiert. Da auch so eine kleine Anmerkung, also wenn irgendwie mal nach so einer Let's Code Lesson noch Fragezeichen bei manchen übrig bleiben oder manches irgendwie nicht so klar rüberkam oder nicht so verständlich ist, dann schreibt das ruhig in die Kommentare und dann gucke ich, dass ich da vielleicht nochmal eine Art Aufbau oder Zusatzlesson mache, vielleicht auch unabhängig vom sonstigen Programm, wo man das nochmal ein bisschen aufarbeitet. Ja? Oder auch wenn es manchmal irgendwie
zu viel Gelaber von meiner Seite ist, zu viel Input, wo eigentlich quasi schon vor 5 Minuten klar war, wie es funktioniert und ich wiederhole und wiederhole das immer wieder, könnt ihr das auch gerne da lassen. Ja, das ist halt, das ist so meine Art, das Ganze rüberzubringen. Und das Problem ist natürlich, wenn man Schulungen hält, ja, vor Live-Publikum, dann kann man immer deren Feedback ja sofort abholen und merkt ja auch, ob die Leute das kapiert haben. Das kann ich hier bei den Let's Codes nicht. Ja, deswegen bin ich halt immer so drauf angewiesen, so nach meinem Gefühl, ja, habe ich das jetzt passend genug rübergebracht oder nicht. Ja, das ist halt einfach so. Aber wie gesagt, könnt ihr mir gerne mit Kommentaren auch behelfen und einfach auch sagen, wenn ihr da noch weiteren Input braucht. Aber jetzt mal so ganz grundlegend, was wir bis jetzt gesehen haben, ist einfach, wie kann ich ein Tuple in einer Switch-Abfrage prüfen und wie kann ich eben bestimmte Werte eines Tuple ignorieren, dass ich sagen kann, da ist es vollkommen egal, was für ein Wert da drin ist. Mich interessieren andere Werte dieses Tuple und nur die möchte ich prüfen. Das ist das. Und zum Abschluss dieser Lesson gucken wir uns noch einen Punkt an. Ich nehme gerade mal diesen Case raus, dass wir jetzt wirklich außer dem Default nur diesen einen Case drin haben. Und mache das mal wie folgt. Oder ja, warte, ich mache so, wie wir es am Anfang hatten. Dass ich sage, okay, ich möchte jetzt prüfen in diesem Case, ob der Wert der Konstanten Name and Age eben Thomas 28 entspricht. Das soll die Ausgangssituation sein. Nase juckt. Und was wir jetzt nämlich noch machen ist, okay, es kann ja sein, wie wir es gerade eben hatten, und ich mache das auch noch mal so, dass uns das Alter nicht interessiert, wir es aber zum Beispiel hier trotzdem dynamisch ausgeben möchten. Also, dass wir zum Beispiel hier sagen wollen, okay, wir wissen ja, der Name in diesem Fall, ne, ist Thomas. Wir sagen, okay, Thomas ist Jahre alt. Und da ist es natürlich so, in dem Fall möchten wir einfach nur sagen, okay, wenn es sich hier bei demjenigen, der in der konstanten Name and Age gespeichert ist, um einen Menschen namens Thomas handelt, dann wollen wir ausgeben, Thomas ist so und so viele Jahre alt, eben wie sein Alter entspricht. Nur wie kriegen wir das jetzt? Ja, natürlich könnten wir jetzt auf Name and Age zugreifen und diesen Wert auslesen. Es gibt aber noch eine weitere Technik und die nennt sich Value Binding. Und die erlaubt es uns, temporär nur für diesen Case einen bestimmten Wert eines Tuple in einer Konstanten oder Variablen zu speichern, die wir dann innerhalb dieses Case auslesen können. Und das funktioniert genau so, wie wir auch ansonsten Variablen und Konstanten deklarieren. Je nachdem, was wir haben wollen, ob eine Variable oder Konstante, setzen wir das entsprechende Schlüsselwort, let oder var, gefolgt von den Namen, den wir verwenden möchten. Ja, in dem Fall sage ich, okay, ich möchte über eine Konstante namens age auf das Alter zugreifen. Und nun kann ich hergehen innerhalb dieses Cases und kann auf diese Konstante zugreifen. Und die wird dynamisch mit dem Wert gefüllt, der sich eben für diesen Wert in dem Tuple befindet. Ja, wir sehen noch, er gibt noch unbekannt aus, weil der Name nicht passt. Ändere ich gerade mal. So, und jetzt sehen wir auch schon hier in der Konsole, Thomas ist 28 Jahre alt. Er hat es richtig ausgegeben. Und jetzt gehen wir noch mal Schritt für Schritt durch, was hier passiert. Der Case prüft den Namen. Der muss Thomas entsprechen, ansonsten wird er nicht ausgeführt. Und das Alter wird weiterhin ignoriert, genau wie beim Unterstrich auch, nur mit dem Unterschied, dass jetzt eben das Alter einer temporären Konstante zugewiesen wird, die wir innerhalb dieses Case nutzen können, um diesen Wert auszulesen. Bei dem Unterstrich sagen wir, er interessiert uns sowohl bei der Prüfung nicht, als auch dann hier bei der Verwendung nicht. Ja, wir wollen wirklich nichts damit anfangen. Durch das Value Binding sagen wir, okay, bei der Prüfung für diesen Case ist das Alter vollkommen irrelevant, es ist egal, welchen Wert es hat, aber wir wollen diesen Wert haben, damit wir ihn innerhalb unseres Cases verwenden können. Ja, das geht auch so weit. Ich hatte ja vorhin die schöne Alternative gezeigt. Ich mache das gerade nochmal für Default, dass man sagen kann, okay, ich interessiere mich für keinen der Werte des Tuple. Ja, das wird immer ausgeführt. Das kann man auch dazu nutzen, um per Value Binding einfach den aktuellen Wert auszugeben, indem ich zum Beispiel sage, okay, ich speichere die Werte dieses Tuple einfach per Value Binding in zwei Konstanten und dann kann ich hergeben und die ganz dynamisch ausgeben und kann jetzt zum Beispiel sagen, Name ist, hoppala, na, age Jahre alt. Und was jetzt passiert im Endeffekt, wenn der Name Thomas entspricht, wird dieser Case ausgeführt, ansonsten dieser Case. Ja, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel Tobias eingebe, dann springt er in diesen Case, was jetzt auch so dem Default entspricht, und sagt, okay, Name und Age ist vollkommen egal, was es für einen Wert hat, aber ich möchte die per Value Binding an diese temporären Konstanten binden. Auf die kann ich dann hier in diesem Case zugreifen und die ganzen ausgeben. Und das sehen wir auch, das funktioniert dann auch entsprechend.
Und das ist eben eine sehr schöne Möglichkeit, um auch dynamisch in so einer Switch-Abfrage sich die Werte eines Tuples zu holen, die einen eben jetzt nicht für die Abfrage interessieren, die man aber trotzdem innerhalb eines Cases verwenden möchte. Wichtig dabei, ich habe das schon so betont, diese Per-Value-Binding erstellten temporären Konstanten oder Variablen können wirklich nur innerhalb dieses Cases verwendet werden. Die stehen sonst nicht zur Verfügung, ja, an keiner anderen Stelle. Also ich kann jetzt nicht außerhalb der Switch-Abfrage oder auch nicht in einem anderen Case darauf zugreifen, sondern wirklich nur in dem Case, wo sie auch deklariert werden. Nur da stehen sie entsprechend zur Verfügung. So, und damit wäre ich auch am Ende angelangt für diese Lesson. Haben wir eben das Value-Binding auch noch kennengelernt bei Switch-Abfragen in Tuples. Und generell, es war eben einfach jetzt mal so eine Lesson, um zu sehen, wie kann ich eben mit einem Tuple in einer Switch-Abfrage arbeiten, weil ihr habt es ja gesehen, da gibt es einige Besonderheiten. So, und damit bedanke ich mich wieder ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Es war wieder eine sehr schöne Lesson mit euch. Und dann freue ich mich, wenn wir uns in einer der kommenden Lessons wiedersehen, Freunde. In diesem Sinne, habt eine sehr schöne Zeit und macht es gut. Ciao!